Hallo. So, jetzt schauen wir uns mal mein stärkstes Volk an. Hier habe ich gestern schon den zweiten Honigraum gegeben, weil der erste schon sehr, sehr voll war. Und heute gucken wir mal da rein, weil ich halt unten auch mal nach den Bienen schauen muss. Der erste Honigraum, den ich gegeben habe, der war komplett ausgebaut, der zweite nicht. Und seit gestern bis heute hat sich da nicht wirklich viel getan. Vielleicht krabbeln ein paar Bienen drin rum, aber das war es auch schon. Also mehr ist hier oben in dem zweiten Honigraum noch gar nicht passiert. Hier sehen wir den ersten Honigraum. Der ist jetzt eine Woche drauf. Einmal schauen, ob die Kameraeinstellung. Ja, super. Also der Honigraum ist jetzt genau eine Woche drauf. Und zwar hatte ich tatsächlich gestern einmal die Randfarbe geschaut. Und wie ihr sehen könnt, die ist komplett voll. Also beide Seiten komplett voll. Schauen wir mal die andere Seite auch. Aber müsste eigentlich das gleiche Bild sein. Auch komplett voll. Also bestimmt 1,5 Kilo. 2 Kilo, die hier drin sind. So, dann nehmen wir aus spaßeshalber noch mal eine aus der Mitte, obwohl die ja dann auf jeden Fall voll sind. Ja, die ist, wie gesagt, alle richtig voll. Ja, erster Honigraum. Insgesamt sind das so, boah, was ist der schwer. Muss ich mal einmal meinen Deckel hinlegen. Ich weiß nicht, so zwischen 15 und 18 Kilo wiegt der ungefähr. So. Sag ich jetzt das nochmal. Hier, also jede Gasse wirklich brechend voll mit Bienen. Jedes Rähmchen voll. Traumhaft. Also für diese Jahreszeit, glaube ich, wirklich mit Abstand mein bestes Volk. Tja, viel reingucken muss ich gar nicht. Nur einmal schauen, ob tatsächlich noch alles in Ordnung ist. Das war tatsächlich schon beim Schieden. Ich weiß nicht, wann war das? Mitte Februar. Schon auf so vielen Rähmchen mit Brut, dass ich da gar nicht richtig schieden konnte. Das ist der Grund, warum hier so viele Rähmchen drin sind. Was haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück tatsächlich. Und nur am Rand ein Wärmeschied. So, und jetzt schauen wir uns mal an, wie die Rähmchen so sind. Weil vielleicht können wir eins davon rausnehmen. Hier ist noch ein bisschen Brut, ansonsten haben sie es tatsächlich zum Futtereinlagern genommen. Auf der Rückseite, da ist auch noch Brut, okay. Sagen wir mal, hier ist 50-50. 50% ist Brut und Pollen und 50% ist... Ach, 50% ist Brut und 50% ist Pollen und Futter. So. Gucken wir uns die nächste direkt einmal an. Ja, die ist ja schon drei Viertel mit Brut voll. Ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt hier, das ist das Brutnest. Na, hier unten ist ein bisschen Pollen und hier ist ein bisschen Futter. Und auf der Seite das gleiche Bild. Na, hier ist Brut, alles voller Brut. Hier haben wir Drohnen. Hier haben wir ein bisschen Pollen. Hier haben wir noch Futter. Also wirklich mega stark ist das Volk. Ja, das ist ja schon zu 90%. Die lagern hier, glaube ich, schon wieder den Nektar ein, weil sie oben keinen Platz mehr haben. Vielleicht mache ich da oben tatsächlich als zweiten auch noch einen ausgebauten hin, damit die jetzt schneller nach oben tragen.
ja, jede Menge offene Brut. Hier haben wir auch Stifte. Okay, also mit dem Folge ist alles okay. Tja. Schauen wir uns die letzten auch nochmal an. Vereinzelt ein paar Drohnen. Hier auch Drohnen. Sie haben schon verdammt viele Drohnen angelegt. Müsste man tatsächlich früh aufpassen nach Schwarmzellen. Nicht, dass die auf einmal wegfliegen hier, weil da zu viele sind. Ja, ich werde das gleich machen. Ich packe gleich noch einen zweiten ausgebauten Honigraum drauf und da drauf packe ich dann den leeren. Dann haben wir was zum Umtragen und Eintragen und ein zum Ausbauen. Hier haben wir jede Menge Stifte. Heißt, die Königin ist nicht weit. Jetzt ist die Frage, gesehen habe ich sie noch nicht. Vielleicht ist sie auf der letzten. Oder die war so flink und schnell, dass ich sie übersehen habe. Boah, das ist schwer. Auch alles Brut. Hier auch alles Brut. Und keine Königin. Ja, lassen wir sie mal in Ruhe. So. Absperrgitter wieder drauf. Ach so. Bräuchte ich ja noch. Nächstes Mal, wenn ich komme, muss ich mal noch ein paar Schiede mitbringen. Weil ich gerne rechts und links eins hätte. Dann könnte ich mit jeder Durchsicht einfach ein Stückchen wandern und brauche die nicht mal hin und her schieben. So. Gitter drauf. Der Honigraum drauf. So. Ja, dann hole ich jetzt noch einen anderen. Den ausgebauten, den packe ich oben drauf. Und dann den mit den leeren, damit die was zum Bauen haben. Ja, ich werde euch auf dem Laufenden halten. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.